Mittwoch, 3. November 2021. Nach beneidenswert blamablen Besuchen bei Thomas Gottschalk und Kai Pflaume verschlägt es eure linsengroßen Lieblingswenigkönner heute nach Köln-Ossendorf, dem deutschen Hollywood Boulevard. Hier entstehen Hitshows wie Deutschland sucht den Superstar, Let's Dance und Promi Big Brother. Dann hab ich in die Wanne geschissen. Doch weil Dennis und Benny weder singen Rising up, back on the street. Noch tanzen, that's what people say. Geschweige denn Prominenz vorweisen können, kenn ich noch nicht. Kennen Sie noch nicht? Möchten Sie sie kennenlernen? Muss es einen anderen Grund für die heutige Reise geben. Richtig geraten, Deutschlands bekannteste Zwergkaninchen-Cowboys sind zu Gast bei Studio Schmidt, dem neuen Late-Night-Straßenfeger von ZDF Neo. Was für ein Scheiß. Echte Weltstars und nahezu unbekannte Feuilleton-Lieblinge geben sich hier wöchentlich die Klinke in die Hand. Fast geschlechtsreife Groupies zählten monatelang vor dem Studio. Und selbst Michael Jacksons letzter Wunsch bestand darin, den sexy-spießigen Spartensender-Spargeltarzan Tommy Schmidt mal aus nächster Nähe zu erleben. 13.59 Uhr. Bereits im Eingangsbereich des Studiogeländes lässt Benny Wolter sein schier unerschöpfliches Gespür für Comedy aufblitzen, als er sich peinlich gestikulierend vor ein 3 Monate altes Filmposter stellt. Nächster Halt für unsere beiden unförmigen Urinsommeliers, die Stargast-Garderobe. Wir sind angekommen in der Kabine bei Studio Schmidt und hier ist wirklich alles wunderbar. Schaut euch das mal an. Ist das für unseren Vlog? Warum machst du das denn hochkant, du Vollidiot? Kurzer Schock in Ossendorf. Fast hätte ein fataler Filmfehler von Erstgeburtler Dennis Wolter für ein sofortiges Ende des Reiseberichts gesorgt. Doch nochmal Glück gehabt. Der Typ hier hat aufgepasst. Im Anschluss nehmen Detlef und Bernd die detailverliebt drapierten Gästegeschenke unter die Lupe. Socken gibt es und wir werden herzlich willkommen geheißen. Das gibt es bei uns in der Show nicht. Da kommen die Leute immer in ein viel zu kaltes Studio und müssen sich auf irgendwelche Klappstühle setzen. Hier ist alles ein bisschen anders. Das ist doch immer, das sind doch die Ingredients von deiner Bowl jeden Morgen, oder? Da sind so viele Marken drauf. Ja, so viele Marken, genau. Ich für jeden was dabei und ich freue mich sehr. Und hier nochmal ein unnachahmlicher Beweis, warum Dennis und Benny Wolter fraglos zu den gigantischsten Comedy-Talenten dieses tollen Landes gehören. Und da spielen wir nachher noch Frauenarzt, Benny. 14.06 Uhr. Bennys Körper muss dem unmenschlichen Druck Rechnung tragen und der Gang in die frisch desinfizierte Latrine wird unausweichlich. Währenddessen begutachtet Götterbruder Dennis die wildromantische Wandkunst, welche zweifelsohne auch im Louvre für staunende Gesichter sorgen würde. 14.29 Uhr. Bennys nervenaufreibender Ausflug zum Schmidtschen Lokus ist beendet. Die nahezu sekündlich größer werdende Aufregung vor dem wohl größten Fernsehauftritt ihrer bisherigen Karriere überspielt das bauernschlaue Brüderpaar mit unsittlichen Scherzeinlagen. Uhr. Vor den Erfolg hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt. Doch noch bevor die makellose Maskenbildnerin Bennys weitreichende Stirn mit den nötigen Pinselstrichen benetzen kann, verweigert dessen 96-Stunden-Deo schlagartig die Wirkung und die fassungslose Servicekraft verlässt angewidert den Raum. Da hilft nur noch Galgenhumor. Ich werde jetzt richtig schön gemacht. 15.04 Uhr. Dennis lässt sich das Logo einer schweineteuren Luxusmodemarke in den Hinterkopf rasieren. 15.31 Uhr. Generalprobe. Das spärlich bezahnte Zwillingsduo betritt endlich die Studiobühne des Spartensender Straßenfegers. Für diese einzigartigen Momente leben die beiden erfolgreichsten YouTube-Entertainer Deutschlands. Und dann steht er plötzlich da. Tommy Schmidt. Mit einer lustigen Aktion bricht Dennis sofort das Eis. Jetzt stellt euch mal neben, dann kann man euch mal zusammen sehen. Dann die Frage aller Fragen. Wir sind heute zu Gast bei dir in der Sendung. Was sagst du dazu? Ich freue mich sehr. Naja, dann glauben wir das mal. Im Anschluss erkunden die Wolter-Winzlinge die liebevoll ausgesuchte Studiospielrequisite. Doch statt gewissenhaft den Anweisungen des stets bemühten Produktionsteams zu folgen, bläst Benny in alles, was ihm in die Finger kommt. Ja. Der Blick! Gleich 16 Uhr.
kurz vor der Mittagspause. Doch bevor sich Chefcutter und Kabelhilfe gierig an der veganen Gulaschkanone laben dürfen, führt Vollblut-Entertainer Benjamin Wolter sein wohl größtes Talent spazieren. Benny, kannst du eigentlich mal einen Hirschhausen machen, bitte? Soll ich ihn machen? Ja. Herzlich willkommen zu Eckart, sagt der Hirschhausen, Christus Menschen. Tosender Applaus, der süchtig macht. Ja, der war nicht schlecht, mega, ja. Geil. Ja. Okay. 16.09 Uhr. Benny Wolter sagt, was gesagt werden muss. Jetzt geht's Catering, ab zum Catering. In der Kantine setzt sich Star-Moderator Tommy Schmidt demonstrativ an den Tisch der Bessergestellten. Da sitzt die Sau. Erstmal bei Studio Schmidt. Dennis, was glaubst du oder was erwartest du heute? Wir sind frisch nach dem Catering und wir gehen gleich ins Studio. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, bis losgeht. Haut mit der Kacke, wenn wir stehen kommen. Ich bin echt gespannt. Da ist eine tolle Atmosphäre drin. 17.38 Uhr. Bis zum Auftritt des doofen Doppels verstreichen nur noch wenige Wimpernschläge. Dennis wagt einen Blick hinter die Kulissen und begutachtet mit strengem Auge das bereits hervorragend gelaunte Publikum, welches hauptsächlich aus offenherzigen Anfangszwanzigern besteht, die ihren genervten Freund mitgeschleppt haben und Tommy mega süß finden. 17.52 Uhr. Seltene Aufnahmen eines nachdenklichen Tommy Schmidt, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, welche Vollidioten er sich da in die Show eingeladen hat. 18.50 Uhr. Das war's. Alles im Kasten. Der Moment, auf den Daniel und Björn wochenlang hinfieberten, verging in Fingerschnipslänge. Noch besoffen vor Glück nehmen sich Dennis, Benny und die Stars der Show Zeit für ein spontanes erstes Fazit. Das war's. Es ist gelaufen, die Show. Mal ganz kurz Feedback einholen. Die lieben sich. Doch dann folgt die Schocknachricht. Teilte man sich vor wenigen Sekunden noch die große Fernsehbühne mit dem aktuell wohl gefragtesten Intellektuellen Deutschlands, wartet nun überraschenderweise noch ein nerviger Instagram-Dreh auf unsere wenig behaarten Helden. Die Wut darüber entlädt sich beim völlig unschuldigen Social-Media-Team. Hallo, ich bin Yannick. Ich bin Amalie. Und du hast eine Maske auf? Das finde ich super und das natürlich absolut unter aller Kanone. 19.20 Uhr. Weil sich die inzwischen sichtlich angetrunkenen Dennis und Benny auch nach mehrmaliger Aufforderung des Sicherheitsdienstes weigern, das Produktionsgelände zu verlassen, versucht Tommy Schmidt die Situation zu entschärfen und hilft höchstpersönlich bei der Abmoderation. Oben erscheinen jetzt tolle Videos. Anklicken! Wir wünschen euch einen schönen Tag! Bitte nur einen Chance, bitte weiter, bitte Recall. So, und ich mache jetzt Feierabend. Bis zum nächsten Mal.